Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir haben ganz viele Fragezeichen in der Nähe, dann wollen wir die mal abklappern. Ich würde sagen, als erstes macht man das hier. Danach können wir eventuell bei Bruder Dominikus vorbeischauen, irgendwie so heißt er. Ich vergesse immer den Namen. Tratius, Dragomir. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Jetzt möchte ich erstmal wissen, was hier von mir gewollt wird. Ein Saloon fängt schon mal gut an. Ich könnte was zu trinken vertragen. Das ist die falsche Tür. Dann muss das die richtige Tür sein. Na also. Wie kann ich helfen, Jungs? Hey, buy me a drink, mon ami, huh? Sure, ja. What you want? Brandy! Two brandies, bud. It's $2 a glass. Oh, very good then. It's the best. Ja, das will ich hoffen. Thank you. Santé. Santé dir auch. Ah, it's quite a country you're building here, eh? Well, me Danke personally. Schön. I don't know. What do you do? Mostly, I just shoot people. I'm very American of you. I love it. What do you sehr do? Schön, sehr schön. Oh, mostly I pose, I show off, I complain. Oh, how very French. I know. I am ridiculous. I have been all over the world. I have seen the sights, and I have discovered the one eternal truth that I am a pies, how do you say, all ass. Asshole? That too. Sehr schön, sehr schön. You have some self-knowledge. Where were you on your journey? All the civilized world. Painting my little pictures, meeting the locals, you know. You a painter? No, I'm a whole ass. I thought we had covered this. Yeah, but you paint. Not according to salons à Paris. No, according to them, I cannot draw, I cannot paint, and I should go away. And so I went away. You miss Paris? That smelly, filthy place with old buildings and ghosts and shit and French people. I have that right here. I guess so. You know, Arthur. Charles. Sehr erfreut. Don't believe in art. It's lies. Das wusste ich schon. Believe in women. They are the truth. Art is lies, but the vagina, that is truth. Breasts is truth. Art. For it is. If you say so. Oh, trust me, I've tried both. One is better. Much better. Oh, yeah. I must be boring you. Nee, but mir gefällt's. Red weiter. What is it? It's just a little doodle. Oh, sehr schön. Entirely worthless, unless you want to wipe your bottom with it. But I wanted to say thank you for the drinks. Well, that's very kind, Charles. No matter. Good meeting you. Ja. Oh, ich mochte den. Und ich fand die Zeichnung relativ gut. Oh, gut gesketcht. Kann man die noch umdrehen? Da steht nichts drauf. Vergrößern. So, das wird's Thumbnail. Vielleicht nicht. Ich will ja keinen Account Strike bekommen. Oder was man hier sonst bekommt auf YouTube, wenn man gezeichnete Titten zeigt. Ich hab's noch nicht probiert. Dawkins. Hätten sie ihn nicht irgendwie eingänglicher nennen können. Na gut, er heißt nun mal so, wie er heißt. Dann kann er auch nur bedingt was für. Er hat sich seinen Brudernamen selbst ausgesucht. So, wo ist denn diese Mission? Da ist er ja. Oh, die lernen lesen. Por favor. Good morning. Sister, my friend, Mr. Morgan. Oh, Schwester. Sir, Brother Dorkings told me about the wonderful thing you did. Oh, he talks a lot of nonsense. No offense. None taken at hey, all. Hey, vorsichtig. Hey, stop! These kids are the worst! Don't hurt him, please! We'll be at the cathedral. Oh, no, alles gut, alles gut. Her mit dem Kruzifix. Wer stiehlt sowas? Oh nee. You bastards! Oh,
You all right? Oh, I'll live. Kid did this? You know him? He robbed me. Which way you go? That way, I think. Thank you. Ah, diebische Elstern hier. Get off me! Where's my watch, you little weasel? I don't know nothing about no damn watch. Last Saturday, I saw you steal it with my own two eyes. Me and your eyes? Hey, you! Why don't you leave the boy alone? What's it to do with you? Hat mich auch bestohlen. I can hit a lot harder than you. I promise you that. All right, forget it. Little shit ain't even worth my time. Und deine Uhr anscheinend auch nicht mehr. Keine Zeit wert. Gern geschehen. Ach, ich muss das Kruzifix nehmen. Aufheben. Ist das was wert? Hey, you want some company, mister? No. Ja. You sure? Hey. What? I don't know you. This is Downs? Oh, no. Not you. Get away. Hi, now. I mean, hey. Help. Help. Hold on. This man is bothering me. Someone help me. Officer, help. Erst Mrs. Downs nochmal. Ah. Oh. Das ist nicht gut, dass die hier ist. Ich glaube, ich habe ihren Mann verprügelt, um Geld zu erhalten. Und die muss jetzt anschaffen. Und ich bin schuld. Oh. Nicht gut. Was mache ich denn? Die arme Frau. Easy, girl. Ich habe doch nur ihren Mann ausgeraubt. Wieso haben meine Taten Konsequenzen? Also irgendwie dämlich. Okay, girl. Uiuiui, da sind ja noch mehr. Da sind ja noch mehr Cops. So. Oh, Scheiße. Ich werde die Schwester wieder finden. Vielleicht irre ich mich ja auch und Mrs. Stowes war eine ganz andere, aber ich fürchte, das war der, deren Mann gestorben ist, den ich zuvor verprügelt habe. Aber ich habe das nur als Auftrag getan für, oh. Wieso ist die Polizei hier überall? Kann ich irgendwo ein Dynamit hochgehen lassen, dass die Cops dahin gelenkt werden? I don't believe we've met. I'm Dr. Barnes. Ich hab dir doch einen Verletzten gebracht, oder? Well, I take it myself sometimes. Sehr okay, gut. Then. Vielleicht war es ein anderer. Stimulanzen, damit ich wieder einen hochkrieg. Ah. Hab schon alles. Do not put your dog down. Das kann ich nur bestätigen. Nicht einschläfern lassen, es sei denn, es ist medizinisch nötig. Ja, die armen Hunde. Thank you. Really. Wie komme ich jetzt da rein? Der schaut mich nicht an, der schaut mich nicht an, der schaut mich nicht an. Wen ich nicht sehe, ist nicht da. So. Ich nehme einfach den Hintereingang. Morgen. Mister, excuse me. At the most resistant to it. But that's not a reason to give up on them. No. Much the up. Mr. Morgan! Excuse me, Father. Sister, I got your cross. You didn't! Oh, I did. Oh, I hope the boy... He's fine, physically. Mentally, he's a piece of work, but... Who am I to say? Brother Dorkins was right about you. Yeah. You are the most wonderful man. Nee, 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 Brother nee, nee, nee. Dorkins is greatly deceived, I'm afraid, but I'm happy to help a little. Thank you. You see, it's a thing, but
My mother gave it to me when I was a novice. Shortly before she passed, you are the most wonderful man. Excuse me, Father. Sister, enjoy your day. See, Father? So gut bin ich nicht. Und jetzt bin ich der Polizei wieder egal. So soll das sein. Hier mit dem Pferd. So. Wir haben genug im Waffenladen geshoppt. In den letzten... Oh, schon ein paar Folgen wieder her, aber trotzdem. Das reicht noch für eine ganze Weile. Seht euch das schöne Pferd an. So. Gegen die schlechte Laune, die Arthur jetzt hat, gehen wir noch zu dem anderen Fragezeichen. Weil wir haben viele, viele böse Dinge getan. Naja. Wer bringt nicht sich Menschen für Geld um? Morgen. Ich reit doch nur. Ich habe das Kopfgeld abbezahlt. Jetzt habe ich wieder 5 Dollar. Oh. Können mich mal am Arsch lecken hier alle. Wenn das die Zivilisation ist, dann will ich sie nicht. Immer 5 Dollar Strafe für Falschparken. Good girl. So, in welchem Hinterhof bin ich hier gelandet? Ich hab kein Problem. Ja, bin da. Wer will was von mir? That's a good girl. Alles gut bei dir? I thought you looked nice. Listen, bit of a weird question, but do you know where I might find some moonshine? What? Beim Arsch. Moonshine. No, strong liquor. Over strong. Wow, you want to get Arsch. Over drunk? No, it's not for drinking. What is it for? Oh, I just need some. Well, as luck would have it, you are in the legal hooch capital of America. There's plenty of real booze here. But for shine, well, I'm guessing you'd need to go out into the woods. I mean, I know you'd have to go out into the woods. Now listen, I don't need that much. How much? About 100 gallons. Of shine? Yes, thereabouts. Why? Oh, all right, I'm trying. I'm building a machine. A machine of love. 100 gallons of hooch and love's gonna come pretty cheap. Please, friend. Oh. Hey. Just bring it here. It's for a good cause. Well, soll ich das machen? Anyone knows who's moving that kind of shine. It'll be that stagecoach guy in Rhodes. All right, girl. Na gut, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Und schau, oh, noch ein Fragezeichen. Noch ein Fragezeichen. Wegpunkt ist völlig daneben gegangen das erste Mal, aber trotzdem. Jetzt schaffen wir es ja. Echt eine schöne Gegend bei Tag. Ich glaube, hier sind wir bis jetzt nur nachts durchgeritten. Bis auf die Krokodile, meine ich. Morgen! Hey there, Mister! Morning, Partner. Alles so freundlich wieder. Ja, gefällt mir. Oh, seht euch die Rindviecher an. Ah, ich hätte Hunger. Ich ja gut. Habt ihr noch mal Schwein gehabt? Ist das ein Freudenhaus? Wenn ja, bin ich hier richtig. Emotional und spirituell. Hey, das sieht eher aus wie... der botanische Garten, den ich in Anno 1800 immer gebaut habe. Bis auf ohne die nervige Musik, die hier abspielt. Hey, sure. Partner. Bonjour, Monsieur. Ja, bonjour, zu dir auch. Tu dir ist kein Französisch. Ah. Wer bist du denn? One moment, please. This is extremely delicate. Schön. Oh. Wir haben Ventilator. Ja, praktisch. Und wir haben hier ein Schmuckstück. Hey. There. Oh, wonderful. Algernon Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite. Enchanté. Enchanté zurück. How can I help you? May I interest you in a hat, perhaps?
Vielleicht. How about a nymph? I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes. Yeah, as I always say. But, you know, I'm not really a nymph kind of man. Oh, of course, too ephemeral. You want something more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear one. No, I don't think so. Yeah, I ride a lot of horses. The whalebone might stick in. Well, a cup of tea. Sure. And what is it you do, Mr. Kilgore? Are you a gentleman of leisure? An aesthete? An artist. I suppose I'm kind of an adventurer. Oh, yes, of course you are. Here, be careful with the china, sir. It is French. Not Belgian? No. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble. Ich mag die schrulligen Charaktere in dem Spiel. Now, why are you here exactly? I don't know. You're an adventurer. A wanderer, a lost soul cast out from heaven? Vielleicht. Sure. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. You do? I do. Exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously. I also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I will see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. Das will ich hoffen. So, da müsste man wohl einiges einsammeln. Das macht man aber nicht jetzt. Der hat vielleicht eine Handschrift. Rötelreiherfedern, Schmuckreiherfedern, Seidenreiherfedern. 15 Mal Dame der Nacht. Der macht Kalligrafie. Ich kann nicht mal, wenn ich vorsichtig schreibe, so annähernd schön schreiben. Hab die typische Handschrift von einem Arzt, obwohl ich keiner bin. Naja. Abi war halt nicht gut genug. Schon in Ordnung, schon in Ordnung. So, dann machen wir doch noch eine Mission mit Albert Mason. Den mag ich auch ganz gerne. Den wilden Tierfotografen. Ich habe ein bisschen Angst, weil er gerade im Krokodilgebiet anscheinend ist. Ich glaube nicht, dass es dem jetzt so gut gehen wird. Ich hoffe, dass es ihm gut gehen wird. Irgendwann holen wir uns eins von den Rindern. Und dann braten wir schön saftig an. Ich glaube, das ist schon sein Lagerfeuer. Nee, doch. Vielleicht kampiert hier jemand anderes. Vorsicht, Brücke. Wo kommt die denn her? Ah, da ist er ja. So, welches Krokodil sollte ich beißen? So. They creep up on you, you know. Mr. Morgan. How are Hello. You? Hello. Well, sir. What are you working on? Do you know anything about alligator? Only the basics. Avoid them wherever possible. Well, did you know that in the last 50 years, we've killed 90%? You say that like it makes you sad. They're beautiful creatures. Let's see how you speak when one of them's got you in a death row. Yes, I will make some creature a very happy lunch one of these days. Let's try and avoid that from happening today, hmm? Well, you stay there, you'll get a great shot, then you'll get eaten. What a way to go. Why don't we take this boat out, and I'll protect you. Come on, get in the boat, you'll be fine. Well, I can auch really Boot fotografieren. You carry on shooting from that bank, you're gonna wish them wolves had eaten you. Really? Yes. The 10% have survived. They're the nasty ones. All right, then. I saw a movement to the north of us. Oh, into the west. Oh, into the northwest, there. That's probably where we should look.
Let's go look then. When we find one, line me up. Sehr flache Gewässer hier. I'll try. Don't get too close. You'll scare them away. Close, but not too close. Got it. Nichts leichter als das. Vorsicht, Sandbank. Was ist denn das für ein Geräusch? 10,000 Skins aus den Swamps von Lemoyne allein. Die Gators. Oh, look! On that little beach. Boars! If we're in luck, an alligator won't be far away. Save an alligators, but. Was sind denn das für Tiere da hinten? Wildschweine. Porkchop isn't in danger of extinction. Ja. Willst du nicht lieber die drei Wildschweine fotografieren? Oh, da ist ein Alligator. It's got it. Quick, quick. I must get this shot. Give me this shot, I beg you. Ich probier's. In the middle of his dinner. This is history making, truly. Sehr gut. In all its glory. And cruelty. Could have been you if you stayed on that bank where I found you. Don't. Okay. So, now it's southwest or due west. You know, in the season, there are more alligator hunters down here than alligators. Maybe you can take a photograph of one of them then. Very droll. There was even a tour company that let excursionists shoot from the deck of a paddle steamer, chugged up the waterways and churned whole bayous into mud. Thankfully, the state legislator put a stop. A paddle steamer, huh? Now why didn't we think of that? Muss das Boot halt, glaube ich, auch noch ausrichten. Right. Right. There, in the canebrake. That's a likely spot for one. Take us around the island until we see something. Ja, da links ist er schon. There, in the channel. You see its head? Ja. Poking up there. Line us up to it. Closer now. Closer. Ja, hier ist eine Insel im Weg. Excellent. Beast in repose. All is calm as the predator lurks. The final sighting was to the northwest of here. Ich versuche zu drehen. 19 feet. 21 feet with a 5-foot head. What? They found some big bulls in these parts. Surely they did. There's 20-foot gators here and us two idiots are sitting in a 12-foot skiff? No. This is in the 70s, 80s. All the really big gators have been hunted out and killed. More the shame, I say. It's terrible. Wahrscheinlich alle bis auf einen. Shame to this rowing fool who values his arms being attached to his body. It's them or us. Especially with the big ones. Ja, ich komme hier nicht rüber. Entschuldigung, wir müssen zurück. Komm schon. Ah, ich kann leider nicht schneller rudern. Weil ich habe vergessen, wie. Ich drücke schon alle möglichen Tasten. Naja, rückwärts ausparken im Boot. Nichts leichter als das. Auf jeden Fall ist hier dir für alles bereit. So. Jetzt drehen wir noch einmal und dann... Her mit dem Alligatorfleisch. Ah, unfair. Die hätten hier auch einfach ein bisschen höher machen können, den Wasserstand. Hätte ich sich da rüberfahren können. Sure. But we stop too long. Locals are gonna start getting curious. Just there, please. So I'm facing the landmass. Right. Now look, there's an alligator back in those palms. Could you run in there and coax him out? Coax him? Please, he's quite something. If I could take that fellow's likeness, it might just save him from the taxidermist. Und mich? But maybe I want this monster stuffed and on display. That's the spirit. Out you go then. Get him to notice you and then turn tail and run. I don't like this. Not one bit. Keep going. Through the fog. Oh, he's awake. Keep him back here. Quick. I hope you're slow. Quick. Jump in the boat. In.
Ich versuch's. What a specimen! Nearly got him eating me. I don't know what I'd do without you, sir. I really don't. Ich kann nicht rein. Ich will rein. Einsteigen. Ah. We can congratulate ourselves on a job well done, Mr. Morgan. Naja, Anyway, I hope you got something worth printing. Oh, yeah. Surely. The nation will see these beautiful beasts for what they are. Killing machines? No. Well, yes. Maybe that's not a bad thing. This is America, after all. We hold a love for killers that borders on macabre. Loving killers is part of our makeup. Maybe, maybe. But usually we wait until after they're dead. Well, I hope we've changed. Me too. Ich weiß nicht, warum das Boot so langsam ist. Und dann muss ich so schlagen wie ein Walheim. Nö. Naja, geht's halt mit Mopsgeschwindigkeit zurück. Ist ja schön hier. Die ganzen Moskitos hätten mich schon totgebissen. Deswegen ist sumpfige Landschaft einfach nichts für mich. Komm schon, Arthur. Richtig aus den Schultern muss das kommen. Schon idyllisch hier. Gleich haben wir es geschafft. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann hatten wir, glaube ich, auch noch ein Kopfgeld auf jemanden, den wir einfangen müssen. Aber wir haben auch schöne Hauptmissionen. Ah, die Qual der Wahl. Weiß echt nicht, was mit dem Boot los ist. Vielleicht hat es einfach einen schlechten Tag. Ah, yes. Docker here. Just pull up to the bank. Ich gebe mein Bestes. That should do us. Yes. These pictures you're taking. Yes. They gonna be any good? I certainly hope so. Though I doubt it. The subject is magnificent. The backdrop, jaw-dropping. But the agent of beauty is a talentless fool. Although maybe I'll strike a few lucky shots. You sure do make me laugh that way you talk about yourself, Mr. Mason. Well, I'm good for laughing at, if nothing else. I didn't mean it like that. I know. Still, I feel such a fool around you, sir. Don't worry about it. Oh. I foresaw many an ignominious future for myself, but never damsel in distress. Well, good luck, Mr. Mason. Mm-hmm. Thank you, and to you too, sir. Try and stay out of trouble. I shall certainly try. Ich glaub dir kein Wort. Nächstes Mal will er einen Löwen aufnehmen oder sowas. Ich mag ihn auch echt gerne. Wildschwein. Böses Wildschwein? Böses Wildschwein. So, das wird jetzt nicht mehr gut sein, aber wir nehmen trotzdem das Fleisch. Können eh was gebrauchen. Ah, trau kein Wildschwein. Das ist mein einziger Rat an euch. Mehr habe ich nicht. So, das Fell ist scheiße. Dann bleibt's hier. Aber wir haben zartes Schweinefleisch bekommen. Da freut sich sogar mein Pferd. So, dann wollen wir den Wegpunkt mal umlegen. Da ist das Kopfgeld. Dann machen wir auch. Kriegen dann 25 Dollar und liegt halbwegs nicht auf dem Weg. Das hört sich doch alles wunderbar an. So, ich suche mir jetzt einen Weg ohne viel Krokodil. Okay. Kann sich nicht entscheiden, wo lang. Ist mir egal. Jetzt haben wir den Weg gefunden. Kleines Schneckchen. Ach, was soll's. Die Luftlinie ist immer kürzer. Hey, you're okay, girl. Nicht unbedingt, was die Zeit angeht, die man braucht, aber kilometermäßig sehr begrenzt. Ja, ich hab's ja auch gesehen. Yeah.
Was ist denn das hier für ein sumpfiges Loch? Ist hier der Angelladen? Nö. Schauen wir uns später an. Ach, das ist nur eine kleine Insel. Vorsicht. Vorsichtig. Schauen wir uns später an. Ich will meine 25 Dollar. Ja. Ui. Easy. Was hat der arme Bastard denn gemacht? Er sieht noch relativ frisch aus. Okay, irgendwas will mich jagen. Irgendwas jagt mich. Bin trotzdem schneller. Anscheinend hat meine Abkürzung nur Mist für uns bereitet. Wir sind jetzt nämlich genau da, wo ich gedacht habe, Luftlinie ist kürzer. Hätte man wohl schwimmen müssen. Tue mich aber bei den Gewässern ein bisschen schwer. Da war der See am anderen Lager deutlich angenehmer. Ja. Ja, bleib mal ein bisschen auf dem Weg. Servus. Good girl. So, einmal stark links. Ja. Schnell, bevor die Sonne untergeht. Sonst sehe ich gar nicht, wen ich am Leben lassen muss. Vorsicht von hinten. Na, immer gut, wenn man Leute vorwarnt. Dürften unser Ziel aber gleich erreicht haben. Dann kann ich mein Lasso schon mal bereit machen. Ah, das Dynamit wäre nicht gut. Das dankt einem hinterher keiner. Zumindest keiner, der lebendig gesucht wird. Good job. Wichtig, sein Pferd zu loben. Vor allem, wenn man nichts Besseres zu tun hat. So. Komm mit erhobenen Flossen raus. We ain't going till you get this right. I can't, Daddy, please. Let him in. He's been trying for hours. He ain't no kind of man till he can get on a horse. Sir? I'm unarmed. We knew you was coming. I got something to ask. I'm a changed man, okay? Let me say my farewells. I'll come away peaceable. Yeah, good. Make it quick. You're a forgiven man. Ja, mal mehr, mal weniger. Gib mein Bestes. Boy, come here. Listen. Exactly as I say. You hear? No. Don't leave us, Pop. Ich könnte ja auch nicht ausliefern. I ain't gonna fight you in front of my family. Okay? If you want to take me, take me. Got you now. Leave my daddy alone. Billy, leave it. Be a man. Don't look away, this. Boy. You remember this moment. You're the man now. Be a man, boy. Alles gut, Junge. Ich hab keine Ahnung, was sein Vater getan hat. Bei 25 Dollar wird's nicht so schlimm sein. Oh, ich dachte, ich verhafte nur. Ja, viel Glück euch zwei. Was hat Daddy denn getan? Ich hab den Steckbrief nicht gut genug gelesen. Naja, wir werden es bestimmt noch erfahren. Zur Not ist der Steckbrief, glaube ich, in meinem Inventar. Aber ich habe die Hoffnung, dass es uns noch erzählt. Liegt so bequem, Mister. That son of a bitch. It's a bit late for running, Johnson.
Oh, no, you don't. Damn you. Ey, nicht anders überlegen. Ich hatte Mitleid mit dir. Arsch. Jetzt plündere ich dich. This is very kind of you. Zwei Möhren. Waren die in deinem Arsch? Will die doch nur aufheben. We're going for a walk. Beim nächsten Fluchtversuch wird's aber in den Fluss ge... What was the point in all that? Could have got your neck broke. Prematurely. There he is! Like the boar said! Macht der Junge auch noch. Ich hab doch kein Pferd getroffen. No more games, alright? I think that's all your friends, ain't it? You shouldn't have done that. And now look what's happened. Dead because of you. Alright, Dan. Damn it. I knew you was being quiet. Na gut, dann fühle ich mich nicht mehr schuldig. Ah, toll. Geht meine Ehre in die Binsen. Nur weil ich böse Männer ausgeschaltet habe. Johnson! Johnson! What? Just, you're real quiet back there. Most captured men, they beg or they cry or they rail against fate. Ich bin zum Gesuchten geworden. Wunderbar. Kontrollpunkt neu starten. Weil ich Angreifer besiegt habe. Weiß das Spiel, glaub selber nicht Bescheid, was es da will. So, dann beeilen wir uns diesmal ein bisschen. Wissen ja, was passiert. Diesmal pass nicht auf deinen Kopf auf. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt schon präventiv schlagen. Johnson! What? Just be real quiet. Interessant. It's a bit late for running, Johnson. Oh no! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. There we go. So. Do these time this time. How's that? So, plündern. Ja, mit den Möhren. Isn't your day, is it? Ah, jetzt hat er Zuckerwürfel gehabt. Du hast unterschiedliche Loot-Tables. Komm schon. Der Trigger triggert nicht. So, jetzt. Aller guten Dinge sind vier. Darf ich seine Freundin jetzt umbringen oder nicht? Bestimmt. Now what was the point in all that? Could have got your neck, bro. Premature. Oh, no! I'll finish you! No more games, alright? Come on, girl. Okay. Und weg hier. I think that's all your friends, ain't it? You shouldn't have done that. And now look what's happened. Dead because of you. Oh. Damn it. I knew you was being quiet. Und diesmal bricht die Mission nicht ab. Wir sind rechtzeitig abgehauen. Ich bin stolz auf uns. Wir sind gute Kriminelle, die Kriminelle ausgeschalten haben. There's a girl. Hold on. Won't be long till we're in Rhodes. Entschuldigung.
dachte, mein Pferd nimmt die andere Richtung. There, girl. Guck, da ist schon der Galgen. This is Rhodes. You're almost shot of me. I'm ready. I hope they make it quick. Da kann ich mich nicht einmischen. So, pünktlich zum Abend. Das hat sich doch gelohnt. So, mein Pferd wird mir das jetzt danken. Na, sag ich doch. So, das hat mich aber mehr als $25. Found this fella on a small holding. Name's Mark Johnson. You can only run so long, son. There's your cell. You're lucky it's not a grave. I was out in the bayou. Wasn't hurting no one. Maybe you weren't, but those partners of yours were a rough bunch. Go to hell. Gleichfalls. Das ist doch mehr wert als $25. All die Mühe, die ich hier auf mich nehme. Jo. Dann schlaf erstmal eine Nacht drüber. Ich hol jetzt das Geld. That's the price for Johnson. I didn't take it, someone else would have. Ja. You tell yourself that, bounty hunter. You ain't whiter than white. I hope your past catches up. Ja, ja. Nur die Ruhe. Okay, girl. So, was haben wir hier noch? PR. Ah, für den Professor. Na egal, Wegpunkt braucht man nicht. Da finden wir auch so. It's okay, girl. Guter Hund. Guter Hund. Stimmt. Nee, danke. Heute keine Zeitung. There, girl. Hab meine Lesebrille nicht dabei. So. Nicht mit dem Pferd durch die Tür. Ich wollte doch kein Messer zücken. Wieso mache ich's dann? So, ich bräuchte ganz, ganz, ganz viel Mondschein. Echt keine Ahnung, wie das passiert. I've got that information you asked for. Sehr gut, ich bezahle erstmal mein Kopfgeld. So, wieder eine weiße Weste. Need something more specific this time. A wagon full of moonshine. Well, you might just be in luck. I knew I picked the right fella to speak to. Dann holen wir uns mal die Kutsche. Lesen. Fahren Sie vorsichtig. Klingt doch gut. Animal Traps. Nein, man soll doch keine Tiere einsperren. So, die Kutsche wird mir noch nicht angezeigt. Finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Vielleicht sobald ich auf meinem Pferd bin. Oder wenn ich die Karte öffne. Ja, da hast du recht. Mein lallender Freund. Ah, da hinten. Ach, die macht man noch. Wer weiß, ob man den Schwarzgebrannten nächstes Mal so leicht finden. So, hinreiten, wegreiten. Wieso bleibt man nicht da, gleich da und ich mache einen schönen Kaffee? That's a good girl. Ich habe lang kein Schuh des Manitou mehr gesehen. Das Zitat war völlig falsch. Hinreiten, wegreiten. Warum bleibt man nicht gleich da und ich mache uns was Schönes zu essen? Irgendwie so. Good girl. Ja. Was ist denn da los? Sieht ein bisschen aus wie ein Clan-Treffen. Dann nehme ich aber schon mal mein Dynamit mit. Das ist ein Clan-Treffen. Scheiß Rassisten. Yeah, woohoo!
imperative that we reestablish sanity and supremacy before it is too late. Nein, sollt ihr nicht. Our numbers are waning, thanks to the fools in Congress and their ludicrous ideas. Damn! Hell with it. But today, we grow one stronger. Nein, 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 nein. As we anoint a new brother into our sacred cause. Das wird ihm nicht gut bekommen. To accept the light? Yes, sir. Yeah. Oh, here we go. Yeah. Thank you very much. All right. Come on. There we go. The eternal light shines. Wait! Where y'all going? Come back! Come back! Seems like maybe that's a sign, eh? A test, that's all. A test of devotion to our great cause. So gut ist euer Kurs nicht. Ehre gestiegen. God damn hooded rodents. I'll kill all you bastards. Keine Toleranz der Intoleranz. Und ich mache nie alles kaputt. Ein richtiges Krebsgeschwür sind die. Oh, ein Protokoll. Da müssen wir aber lesen. Versammlung Teilnehmer 6, alle offiziellen Titel, neue Versammlung, meine Assistenz wird nun als Großschreiber, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Höchster Großschreiber, wunderbar. So wichtig war es anscheinend nicht. Komm hier, mein Pferd. Ist doch nur ein brennendes Kreuz. Nein, nicht weglaufen. Ich will aufsteigen. Dann darfst du weglaufen. Ja. Naja, haben wir aber nur einen erwischt. Hätte ich gleich Dynamit geworfen, wären es mehr geworden. Ich wollte mal hören, was die so zu sagen haben. Uns warten hat sich gelohnt. Wurde nämlich so geskriptet, dass sie sich selber in Brand stecken. Deswegen sind lange Roben und offenes Feuer nicht die beste Kombination. Ah, das sind nicht die klügsten Leute, also. Was will ich denn machen? Verbundenheit gesteigert. Bestimmt, weil ich sie heute so viel gelobt habe. Oh, das klingt wieder nach Wildschwein. Ich mag keine Wildschweine mehr. Das letzte wollte mir ans Leder. Und dann bin ich ihm ans Leder gegangen. So, jetzt brauchen wir nur noch den schwarzgebrannten. Und dann hat der Professor wahrscheinlich das erste Auto der Welt entwickelt. Okay, Girl. Ich bin froh, dass mein Auto nicht mit schwarzgebrannten läuft. Der CO2-Fußabdruck wäre zu gewaltig. Und es wäre eine ordentliche Alkoholverschwendung. Was haben wir denn hier? Wieso hat das so viel Leben? Schildkröte. Boah. Habe ich noch die Explosivmunition? Nee, normale. Ein Glück. Expressmunition nehmen wir mal. Anscheinend habe ich eine Nachricht bekommen, was nicht sehr oft passiert, und ich habe meinen Steam nicht gemutet. Okay. Ah, muss ich mal nachschauen, da muss ich mal nachschauen, was da denn los ist. So.
Ah, hier haben wir doch schon mal eine Kutsche, glaub, aufgehalten. Auf der Brücke. Das ist ein guter Platz dafür. Kann ich ja gar nicht bestreiten. Oh, ich darf hier jetzt nicht so explosiv schießen. Da müssen wir genau treffen. Wir nehmen den Lancaster. Da kommt er. Wir nehmen was mit Zielfernrohr. Ist doch hoffentlich nicht das Warmend. Die Rolling Block. Da sind sie ja, da sind sie ja. Nur aufpassen, dass nichts in die Luft geht. Sehr gut. Sagt der Richtige. Ich hab getroffen. So. Das ist doch sehr gut gelaufen. Das ist doch sehr gut gelaufen. Maske wird runtergefahren. Okay. So einen Wagen habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ach, das ist nur... Das ist ein kleiner Wagen, der ein bisschen verdeckt ist. Komm mit, mein Pferd. Oh, vorsichtig fahren. Vorsichtig fahren. Ganz ruhig, Jungs. Ich bin der Gute hier. Ich schmuggel keinen Schwarzgebrannten. Ich helfe der Wissenschaft in dem Moment. Und vielleicht trinke ich nachher ein ordentliches Schlückchen. Vorsicht, nicht abstürzen. Ah, ein Glück. Ah, so beschissen, wie ich heute fahre, hätte ich mir eine besser ausgebaute Straße gewünscht. Nicht eine Holzstraße, die so ohne Leitplanken, ohne alles. Wieso liegt das in meiner Verantwortung? Vorsicht, Sir. Dankeschön. Zu freundlich sind die Leute hier. So, kann ja nicht mehr weit entfernt sein. Irgendwo in dieser Gegend war es. Osterbahn, Osterbahn. Gar kein Problem. Ich fahre doch nur meinen Wagen hier durch. Und schon in Aufgang. Es war ein einfacheres Leben. Gut, mit der Schuld von den ganzen Morden wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Meins auch nicht. Ich werde nur bezahlt, hier was zu liefern. Ich hoffe, ich werde bezahlt. Da steht einer rum, will der mich überfallen? Nö. Nur aus dem Boden gekrochen ist er. So, I got your moonshot. Und wie soll ich das jetzt machen? Ah. Ein Meter Vorfahren. Wonderful, man. Wonderful. Naja, naja. It's for a very good cause. My name is Professor Andrew Geld. Bell III. Perhaps you've heard of me. Can't say that I have. Oh, I'm an inventor. Maybe you've read about me. I don't read much. Oh, well, that's too bad. Oh, yes. You got my money? Oh, well, it is the most wonderful invention, Kate. Friend. Oh, you, sir, have done a great All deed. All I've done is get some creep a lot of drink. Creepers. Excellent. Nonsense. Now, you've helped me develop the most humane machine imaginable. A way to induce calmness to our most troubled souls. A way to end the barbarity of a public hanging. Oh, so, so humane. What are you talking about? The electric chair. What?
Oh. She has a chair full of electricity and quite fascinating. It calmly and peacefully dispatches the sinners. Nein, nicht calmly. Yes. Judgment. Yeah. Where is it? Well, it's in my laboratory. The next thing I need is ich glaub, dann doch besser hängen. A public one. Huh. Do you know the police chief? Bisschen. As well as anyone. Oh, wonderful! Perhaps you can encourage him to let me demonstrate the chair. It will help bring this town into the next century. Yes, could you do that? Hm? So was Gutes ist es nicht. Ah, gut, wissen wir das auch, dass der den elektrischen Stuhl dann erfunden hat. Na gut, nächstes Mal müssen wir den Polizeichef dann überzeugen. Aber ich würde sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.